So, meine Freunde, wir haben heute Sonntag und ein kleines Freundschaftsturnier. Und zwar ist hier einmal der Daniel und unser Pitman, der steht im Tor. Und jetzt geht's los, wartet ab. Da, wir müssen abwarten, da. Ja, unser Torwart, bleib so stehen, sonst kriege ich nicht ganz rauf, ja. Okay. Ja, also unser Torwart, der meint, der kann alles halten, was unser Superschütze Daniel, der ist verwandt mit dem, ich glaube, mit dem Thorsten Legert. Ja, also schauen wir mal. Ist jetzt egal. Wollen wir mal gucken, was da raus wird. Bitte schön, Herr Daniel. Oh, Mayo, Mayo, Mayo. Ja, schauen wir mal weiter. Das war, aber es gibt noch ein paar mehr Schüsse. Wir müssen abwarten. Moment, gleich geht's weiter. So, es geht weiter. Wir haben noch einen Schuss hier. Unser Daniel und der Pittmann. Und er hat's gehalten. Schaut euch an. Weil dieser Mann ist ja schon in einem gewissen Alter. Aber er hat's. Ein Teufelskerl, wie ihr seht. Ja. Aber jetzt mit dem Hauptpitchen, das ist die Sieglinde. Ah, Torwart, komm mal zu mir, hast Zeit? Pass mal auf, komm, der Torwart, ich hole ihn noch zu mir für ein kleines Interview. Also, also wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben hier einen Torwart, der ist nicht ganz so alt wie ich, aber fast. Ne? Und ihr wisst, dass ich 60 bin und der Pittmann ist alt. Ist knapp unter 60. Er ist knapp unter 60 und er hat früher auf der Latte gelegen, wenn das Spiel zu langweilig war. Und dann ist er fast eingeschlafen, haben wir ein bisschen angeklopft und dann ist er wieder runtergesprungen. So sieht's aus. Das stimmt. Ja, wir haben heute einen sehr tollen Tag gehabt und wir haben heute gespielt, ein Freundschaftsspiel, hat unsere erste Mannschaft von Grefrath gegen Reit gehabt. Gegen Reit gespielt. Wir haben mit 5:2, glaube ich, gewonnen. Ist das richtig? Ja, gut. Wenn das eine Tor gezählt hat, dann... Das eine Tor hat gezählt und darum haben wir 5:2 gewonnen. Und damit wollen wir uns jetzt verabschieden hier von unserem Sportplatz und wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntag. Alles Gute für euch. Wünsche auch. Tschüss.